Also, erstmal würde ich sagen, es ist einer der schönsten Geburtstage. Das steht auch in unserer neuen Festschrift drin, die wir gestern übergeben haben oder übergeben bekommen haben. Da habe ich, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass man als Bürgermeister ja, stolz sein darf, wenn man so etwas in seiner Amtszeit erlebt. Das wird nicht jeder Bürgermeister haben. Wir wissen nicht, wann die Stadt mal wieder groß feiert. Meistens macht man das ja nur alle 25 oder 50 Jahre. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich das sein darf und natürlich auch froh über solche Tage wie heute. Also, das ist das erste Mal, dass ich bei der 750-Jahr-Aktion, einer von 750-Jahr-Aktionen, so in Schützen gekommen bin wie heute Morgen. Das mag am Wetter liegen, weil es kühling wird und warm ist. Oder das liegt an den vielen tollen Geschenken, die ihr alle überbracht habt. Wahrscheinlich liegt es natürlich an den tollen Geschenken, nein, wahrscheinlich, sondern ganz sicher, die alle hier stehen und die natürlich alle im Rathaus, einige davon, aber vielleicht nicht alle, weil es sollen alle in der Stadt auch mitfeiern. Einige davon werden hier sicherlich im Büroplatz finden, andere im Rathaus hier oder auch im Rathaus 2 unten. Also ich steige mal nach oben, das ist klar. Ja, und dann natürlich die tolle, Geburtstagstorte. Das wird ja ein bisschen dann das Klischee bedient, im Rathaus isst man Kuchen und trinkt Kaffee. Na ja, soll auch welche geben, die schon mal beim Arbeiten gesehen worden sind. Nein, nein. Also auch dafür natürlich vielen Dank. Es ist auch die erste Geburtstagstorte, die wir bekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass schon jemand eine Torte mitgebracht hat.